Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Dawson 2 Kappa Mode. So, ich habe nochmal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, da unsere Miner-Produktion ein bisschen zu wünschen gelassen haben über die Blumen, habe ich mich dann doch mal durchgerungen, hier etwas zu machen. Hier so 16 Jutoran-Geas. Also, wir haben schon einen guten Mana-Haushalt, wenn wir mal hier so schauen. Die habe ich eben einmal alle komplett entleert. Ja, kannst nichts gegen sagen. Wofür habe ich die entleert? Für die hier. Also wir haben jetzt mal vier Stück hier für die Würfel, für die Würfel, what the fuck? Nein, nicht für Würfel, sondern für die Infusion Stones. Und ich war dann nochmal im Nether, habe noch ein paar Blaze Rods gefarmt. Und dann würde ich sagen, machen wir dann mal einen Alchemy Catalyst. So, wir brauchen eine Mana-Perle, vier Living Rock und Brewing Stands. Haben wir noch Living Rock? Ich befürchte bald, wir haben nur ein zu wenig. Super. Gut, dann gehen wir einmal hier hin und wir haben keinen Cleanstone mehr. Das ist ja ein Thema, das relativ schnell erledigt ist. Entschuldigung, wir brauchen ja auch gerade nur ein. So, den packen wir dann mal gerade hier hin. Holen dann zwei Gold, eine Mana-Perle und die Blazewoods. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Mana-Perle da haben. Ich nehme jetzt mal gerade mit. So, und sechs Kobbel. Ich bin gerade komischerweise ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, woher. Mal hier rein. Ich weiß echt nicht, wieso meine Stimme gerade flöten geht. Aber naja, für eine Aufnahme wird sie wohl noch reichen. So, Alchemy Catalyst haben wir. So, was wir jetzt einmal machen, wir machen einmal so. Da ist mir das relativ egal. Zack, zack. So, wir brauchen jetzt unsere Block of Terra Steel. Wir haben einen Weak Infusion Stone. Wir haben Regular Infusion Stones. Strong. Und Extreme. So, die vier Infusion Stones haben wir. Dann schauen wir doch mal hier rein. Und wir können auch hier noch ein bisschen claimen. Loot Chest. Mana Steel, Terra Steel und dann hier für den Weak Infusion Stone, Regular, Strong, na und Extreme. Okay. Dankeschön. Keine Ahnung wieso, aber okay. Nehme ich jetzt einfach mal so hin. Finde ich gerade lustig. Keine Ahnung wieso. Oh naja, vielleicht meinte Minecraft irgendwas. Nee, du nicht. Dann packen wir die hier mal hier rein und dann öffnen wir mal die Loot Chest. Lily Pad of Fertility, das ist super. Via Ducts. Ja. Noch ein Breakable Wand, das ist nicht schlecht. Ein Quantum Entropy Accelerator. Ne, Moment. Quantum Entropy Accelerator, so rum. Setzlinge und zu guter Letzt Hardglass. Einiges was Gutes, einiges was Schlechtes. Aber naja, haben oder nicht haben. Den Rest packen wir dann wieder hier rein. So, was ich jetzt aber mal gerade mache. Ah ja, ich habe noch eine Enderpouch gemacht, hier wo ich mein ganzes Equip reingetan habe. Haben hier mal ein paar Whetstones aufgeladen. Was wir mit den Unbreakable Wands machen können. Können wir nicht.
Ach, das ist schon der maximale. Ja gut, ne? So, aber schauen wir mal hier in die Quest rein, was als nächstes angesagt ist. Wir sollen die Essenzen machen. Achso, ich habe mir noch eine Auto-Tool-Session gemacht, stimmt. Aber noch eine Loot-Chest. Ah, ist aber auch nichts Gutes drin. Weißt du was? So, ich würde jetzt generell sagen, heute machen wir mal so ein bisschen was mit den Infusion Stones. Und zwar nehmen wir hier die Crafting Station mal mit. Ich bin jetzt gerade mal faul, mir eine neue zu machen. Und schauen uns mal hier diese Truhe an, was wir da haben. Ich habe mal so ein paar Dinge vorbereitet. Das sind die Teile, die Magical Crops, die wir machen können. Unter anderem Redstone ist dabei, Glowstone, Obsidian, Dia Emerald, theoretisch gesehen, Shiny, Mana Steel, Fire Essence, Creeper haben wir bald. Bis zu den Wizards Skeleton Seeds können wir kommen. Also wir können schon vieles machen. Aber uns fehlen dafür noch die Essenzen. Deswegen würde ich sogar mal sagen, gehen wir mal rüber. Wir sollten jetzt mal gut ein paar Essenzen gesammelt haben. 16.000 haben wir oder nicht haben. Machen wir doch einmal einen Stack Accio Essence. Zack. Die verlieren keine Haltbarkeit, das ist schön. So, was können wir mit der Accio Essence machen? Crucio Essence, ein Accio Furnace und Accio Ingots. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Wir können jetzt die Air Seeds machen. Fire, Water und Dirt, Nature und Die. Das waren jetzt die vier Elemente, also 16. Tue ich mal hier rein. Und nochmal 8. Und dann machen wir einfach noch einmal. Da war ja was, das kannst du so vergessen. Das war leider die Fall, die vergessbar war. So, machen wir doch auch mal ein bisschen Crucio Essence. Hier Accio zu Crucio. Was können wir mit der machen? Kohle Seeds brauchen wir hier. Glowstone. Dafür brauchen wir auch hier die Agricraft Seeds teilweise. Lapis, Quarz. Auf die habe ich auf jeden Fall abgesehen. Obsidian. Nether. Zetus Quarz Seeds können wir noch nicht machen. Rubber und Sulfur. 9x4, da brauchen wir noch ein bisschen. Also ich will halt generell mal schauen, dass wir so ein paar mal machen. Ein paar Essenzen. Halt einfach, damit wir ein paar Seeds schon mal fertig machen können. Ich habe schon noch ein paar andere Sachen vor, die ich heute noch machen möchte. Und da. So. 36 brauchen wir. Dann würde ich sagen, können wir ja schon mal anfangen und die hier reinpacken. Moment. Damit wir schon mal die Essenzen schon mal ein paar teilweise parat haben. Und ich würde sagen, wir fangen heute hiermit schon mal was an. Und zwar ist das eine Quest, die ich mal etwas vorbereitet habe. Und zwar, das haben wir auch schon wieder freigeschaltet. Ich muss euch mal wieder durchschauen. Wollte ich hier den Laser mal machen. Eine Music Disc. Hoppala.
Ah, da ist er doch. Und Aluminiumkabel, ganz okay. Brauchen wir jetzt nicht wirklich so. Die Essenz tue ich mal hier rein. So, was ich jetzt machen wollte. Ich wollte mal schauen, wegen dem Assembly Table. Da brauchen wir Elektro-Tine Ingots, ein Ruby, Diamond Gear und eine Silver Chest. Boah, mein Hals ist gerade ganz komisch. So, zack. 6 Elektro-Tin Ingots. Oh. Ja gut. 4 Dias bräuchten wir. Haben wir gerade hier Dias über? Ah, 2, da muss ich so oder so einen aufmachen. Dias müssen wir noch ein bisschen sparsam mit sein. Das dauert noch, bis wir die Dias jetzt kriegen. Wenn wir mal schauen. Hier Dia. Ja. Dia Essence, Dia Seeds, jetzt brauchen wir die Temperio Essence. Das ist ein bisschen eklig. Zack, zack. Ja, ganz große Klasse, Dommer. Hast du ganz toll gemacht. Ich freue mich auf den Zeitpunkt, wo wir auf die Schmiede nicht mehr angewiesen sind. So, noch ein Goldgear auf Vorrat mal machen. Kann man dann immer mal gebrauchen. So, und wir brauchen noch eine Silver Chest, ne? Dafür braucht man eine Copper Chest oder eine Iron Chest. Nehmen wir mal gerade eine Copper Chest und Silver. Das Goldgear können wir da reintun. Ein Ruby brauchen wir. So, zack. Zack. Und, na. Zack. Und dann brauchen wir noch das Diamantgear. Alter, ein Zahnrad aus Diamanten. Wolltest du eigentlich Mächten nehmen? Gibt's? Ich glaube ja wohl nicht. So, Dia Gear, Ruby, Silver Chest und zack. Assembly Table haben wir. Den können wir auch schon hier hinpacken. Den wollte ich hier hinpacken. So, und jetzt brauchen wir wie viele Laser? 12. Okay, schauen wir uns die Laser an. Okay. Wir brauchen Dark Steel. Also wir brauchen 24 Rubies, 24 Redstone und 50, 60 Dark Steel. Das ist kein Thema. Rubies haben wir auch. Wie sieht das hier aus? Sind wir wieder bei 43, da habe ich 2 Stacks verballert. Alter. Das kann schon mal da rein. Wir brauchen jetzt noch Coal Powder. Kann ich eigentlich auch mal wegwerfen, ne? Und. Oh, wir haben da noch ein bisschen Pulverized Coal. Ich meine, ich hätte zwar noch ein bisschen Dark Steel über, aber das will. Also drüben in der Truhe, aber das will ich jetzt dafür nicht verwenden. Und wir müssen noch ein bisschen Kohle pulverizen. Oder segmeln. Ne, hier drüben. Da war ja was. Zack.
Sondern in der Zwischenzeit können wir eigentlich schon mal die ersten Seeds dann machen. Mach mal so, dann läuft das schon mal durch. Ja. So, welches. Was machen wir denn jetzt so an Seeds? Das können wir eigentlich mal mitnehmen. Das packe ich mal kurz hier rüber. So, Air, Fire, Water und Dirt, Nature und Die. Alles klar. Also, Nature, Air, Fire, Dirt, Wasser muss ich nehmen, Die. Das müssen es sein. Habe ich noch Blizzards über? Wenn drüben, ne? Dann könnte ich das auch darüber machen. Dann muss ich mir gerade keinen Eimer. Obwohl, Eimer sollte ja nicht das Thema sein. Tatsächlich gesagt. Wir haben mit hier. Das Schöne ist, all die Seeds werde ich dann noch auf 10 bringen müssen. Oh, naja. Wir brauchen jetzt gerade 2, 4, 6 Seeds. Das Ganze wird natürlich hier für den Runic Altar gemacht. Dann kann ich ja noch gerade mal Living Rock holen, weil wir brauchen natürlich auch Living Rock, um das rauszuholen. Oh, das war schon fertig. So, morgen habe ich wieder meine nächste Fahrstunde, freue ich mich auch schon drauf. Bin ich mal gespannt, wie es so wird. Aber ich gehe da positiv rein. Ne, wir brauchen echt noch einen. Das Schöne ist, wenn wir jetzt die Seeds am Laufen haben, bräuchte ich meine ganzen die Maschinerie für Koppel und sowas nicht mehr. Ah, ja, komm schon. Mach mal gerade, damit es weitergeht. Zack. Machen wir die Air Seeds. So. Living Rock haben wir. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir machen die Nature Seeds. Dann nur noch die Bliss. Bliss war schon die Wasser, die Dye und die Dirt Seeds. Das läuft ja wie geschmiert hier. Wie ein Länderspiel, hat mein alter Mathelehrer immer gesagt. Zack und zack. Eins. Ich finde es lustig, dass einer immer verschwindet. Theoretisch gesehen könnte man hier auch noch einen dazustellen, aber naja, so dringend nötig haben wir es ja jetzt nicht. Eins. Hä? Okay. Wir haben unsere ersten vier Magical Crops. So, sind natürlich jetzt noch welche, die so noch nicht so wirklich viel bringen, aber naja. Klar, Erde würde schon mal ziemlich viel bringen. Wenn wir jetzt mal schauen, hier die Essenzen, Fire Essence. Brauchen wir allein, die vier brauchen wir hier schon für die, für den Infinity Catalyst. Mit Fire können wir einen Lava-Eimer machen. Kobbel, Sand, Gravel und Dust.
Mit den Nature haben wir Zugriff immer zu Gras und Gomazi Cobblestone, Mosstone, Vines, Lilypads, Mycelium, Kakteen und auch zu Holz. Das freut mich am meisten. Kann ich die. Ne, die kann man nicht reinpacken. Da machen wir doch noch gerade ein neues davon. Dann gehe ich, glaube ich, doch schon ins Bett, weil irgendwie gefällt mir mein Hals gerade nicht. Aber warte mal. Wieso so kompliziert? Zack. 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 Dann machen wir noch ein Fitting-Kabinett für die ganzen Magical Crops, ne? Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein größerer Witz. Okay, merke, unsere Pickaxe hat Insta-Mining. Steht hier was? Da, 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 da. Ich würde gerne die Mining Speed mal sehen. Schauen wir uns mal hier so eine. ND. Okay. Okay. Die hat einen Mining Speed von 66. Okay. Dann wundert es mich nicht. Pack mal das. Dann doch nochmal weg und dann packen wir die Fettings jetzt dann doch mal in die Truhe hier. Damit wir wissen, was uns noch erwartet. Acht Dachse sind fertig, das heißt, wir könnten den ersten Laser fertig machen. Bereite ich mal schon gerade so weit vor, zack. Zack. Und zack. Ich freue mich schon, wenn wir die Dark Seal Seeds haben. Wie viel kosten die eigentlich? Auch Imperium. Machen wir die auch noch als nächstes fertig. So, das wird alles von drüben noch gepowert. Da werde ich wahrscheinlich mal hier eine Capacitor Bank oder sowas anschließen. Aber naja. Wir haben jetzt auch Zugriff hier zum Crafting vom über die Laser. Das heißt, wir können jetzt hier die Technical. Lass uns einfach selber reden. Die Firma Expansion Maschinen angehen. Und die brauchen auch so einiges. Aber wir werden das alles brauchen. Für El Grande Masterplan. Wer damals ein Projekt verfolgt hat, der weiß, was El Grande Masterplan ist. Wenn nicht, naja, der muss warten. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.